herzlich willkommen hier bei uns im CCR Fernsehstudio. Wir haben also vor, in den nächsten Wochen spezielle Themen aufzugreifen, die für Christen ganz, ganz wichtig sind. Heute wollen wir sprechen über das Thema, wie man innere Stärke entwickelt und was die Hindernisse sind, dass die innere Stärke sich entwickeln kann. Und wir würden uns freuen, wenn wir mit euch in Kontakt kämen. Das heißt, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne Fragen stellen. Und ich fange mal einfach an. Bei Gott ist es also so, dass alles immer bei ihm anfängt und bei ihm aufhört. Bei uns fängt immer alles bei uns an und hört bei uns auf. Und Gott ist der Vater, Gott ist der Sohn und Gott ist der Heilige Geist. Der Vater ist nicht Jesus, der Jesus ist nicht der Heilige Geist, aber alle sind Gott. Und der hier auf dieser Erde wirkt, ist der wunderbare Heilige Geist. Und wenn du durch diese Sendung irgendwas mitbekommst, dann ist das durch den Heiligen Geist geschehen. Die Schwierigkeiten, die Christen haben, wenn sie sich geistig entwickeln wollen, ist, dass ihr Denken in der Regel nicht verändert ist. Das nennt die Bibel Stolz. Die Emotionen, die sind in der Regel auch noch nicht verändert, wenn man zum Glauben gekommen ist. Das nennt die Bibel Selbstsucht. Und mit selbstsüchtigen Menschen kann Gott wenig anfangen. Er liebt selbstsüchtige Menschen, aber Selbstsucht mag er nicht. Und dann haben wir alle noch einen Willen und jeder von uns weiß, dass ab und zu wollen wir und manchmal wollen wir nicht. Und dann wollen wir das, was wir mal gewollt haben, wieder nicht. Und ihr kennt das ganze Spiel. Und diesen Kreislauf müssen wir durchbrechen. Und darüber möchte ich heute mit uns sprechen. Jesus sagt in Johannes Kapitel 15, Vers 7, wenn ihr, hier steht nicht wenn ich, wenn wir, das heißt wir Christen insgesamt, wenn wir in Jesus bleiben und seine Worte in uns bleiben, so können wir bitten, was wir wollen und das wird uns werden. Lass uns mal das kurz überlegen. Hat Jesus übertrieben? Hat Jesus untertrieben? Nein. Hier steht drin, wenn wir das bitten, was in Übereinstimmung ist mit seinem Willen, mit seinen Worten, dann werden wir das bekommen. Wir müssen also in dem Wort zuerst bleiben, dann können wir bitten und dann geschieht es. Also Gott hat für dich persönlich, aber auch für deine Kirche, wo du gerade bist, einen Plan. Und dieser Plan muss durchkommen. Jetzt muss man zuerst mal demütig sein und erkennen, dass das, was Gott möchte von uns, er ja viel besser kann. Also er kann besser evangelisieren, er kann besser Gitarre spielen, er kann besser Klavier spielen, er kann besser Lieder schreiben, er kann besser lehren, er kann alles besser. Aber in seiner Gnade und in seinem Gutsein zu uns sagt er, pass mal auf, ich werde euch einsetzen. Ich finde das absolut im Englischen mind-blowing, das bläst mich weg. So, jetzt sagt die Bibel in Sprüche Kapitel 13, 12, dass ein erfüllter Wunsch ein Baum des Lebens ist. Das heißt, deine Lebensträume, unsere Lebensträume, sind also Dinge, die wir in der Gemeinschaft mit ihm entwickeln dürfen. Der Vater im Himmel, also Vater Gott, ist nicht jemand, der sagt, pass mal auf, ich guck mal jetzt gerade, dass du überlebst, sondern Gott möchte, dass du immer genug hast. Gott ist der, der immer im Überfluss hat. Johannes 14, 13 und 14 sagt, und alles, und das ist wieder Jesus pur, Jesus sagt, und alles, worum ihr in meinem Namen bittet, also wir beten, Vater, in Jesu Namen, wir bitten dich um innere Stärke, was ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun. Imperativ, es wird geschehen, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar wird. Das heißt, nicht du verherrlicht wirst, also nicht du groß rauskommst, sondern der Vater, der Sohn und der Heilige Geist gut rauskommen. Wenn ihr also etwas in meinem Namen bitten werdet, werde ich es tun. Gott verspricht dir, du wirst, wenn du zum Beispiel für innere Stärke bittest, du wirst es bekommen. Was Gott nicht möchte, ist, dass wir ihn vor seinen Karren spannen. Ja, das heißt, oder vor unseren Karren spannen. Jesus ist, ich war mal vor Jahren in Las Vegas, bin da mal, hab einen Zwischenstopp gehabt
Und da gab es immer diese einarmigen Banditen und in den Spielcasinos, schon im Flughafen. Und Jesus ist kein einarmiger Bandit im Spielcasino. Er hat alles erschaffen und alles hat einen göttlichen Zweck. Und Gott möchte, dass wenn wir mit ihm zusammenleben, dass wir durch Prozesse so werden, wie er ist. Diese Prozesse dauern manchmal ein bisschen länger, manchmal sind die ganz schnell gelaufen. Wir müssen aber durch diese Prozesse hindurch. Und eines der Dinge, wenn wir anfangen mit Gott zu leben, die wir zumindest hier in diesem Gebiet immer wieder erleben, ist, dass wir mit Frustration zu tun haben. Und ich sage euch, das Sinnloseste auf diesem Planeten ist, mit Frustration umzugehen. Warum? Frustration ist Energieverschwendung. Es hat keinen Sinn, frustriert zu sein. Das ist also ungefähr so, dein Kühlschrank ist voll bestem Essen und du sagst, ich habe Hunger, wo gibt es was zu essen? Ey, der Kühlschrank ist voll! Ja, guck mal. Wenn wir dieser perversen, dreckigen, dämonischen Lüge Raum geben, dass ja Gott nicht wirkt oder alles so lange dauert, dann kommen wir so in eine Abwärtsspirale. Und diese Abwärtsspirale ist also so, dass wir dann am Ende sagen, boah, es lohnt sich ja sowieso alles nicht, es ist alles so schwierig. Und alles das stimmt ja nicht mit der Realität überein. Warum? Der Tisch ist gefüllt und was du zu tun hast, ist, hallo, was du zu tun hast, ist schlicht und ergreifend, dass du aufstehst und dass du sagst, ich werde mit dem Herrn nach vorne gehen. Schau mal, der größte alttestamentliche Prophet, wisst ihr, wer der war? Das war also der Johannes, Johannes der Täufer. Und der sagt, als Jesus seinen 12 Jüngern diese Anweisung gegeben hatte und seine Rede beendet hatte, zog er weiter, um in den Städten Galiläas zu lehren und Gottes frohe Botschaft zu verkünden. Johannes hörte im Gefängnis von dem Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der da kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Was ist die Ausgangsposition? Der Johannes war also beauftragt worden, eine Umkehr zu predigen, damals in Israel. Er hat also gesagt, ey, ihr seid also Ottern gezücht, ihr seid weiß getünchte Gräber. Wenn einer so predigen würde, dann würden wahrscheinlich alle ihre Ohren zumachen. Aber er hat gepredigt, genau diese Botschaft, und die Leute haben plötzlich auf die Stimme Johannes gehört. Die haben in der Stimme von Johannes Gott gehört. Warum? Weil seit Malachi, 450 vor Christus, hat Gott nicht mehr geredet. Es war also ein Schweigen Gottes für 450 Jahre. Und jetzt fing Gott wieder an zu reden. Und die Leute haben sich taufen lassen, damit sie ihre Sünden vergeben bekommen und dass sie wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Und dann sagt er, hinter mir oder nach mir kommt jemand, der ist viel stärker als ich. Der wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und dann, nachdem er dieses Statement gemacht hat, ich weiß ja nicht, ob er dann jeden Tag auf ihn gewartet hat, auf diesen kommenden Erlöser, aber einige Tage später, da sagt er, guck mal, hallo, da hinten, das ist er, da kommt er. Er ist derjenige, das Lamm Gottes, und dieses Lamm Gottes wird die Sünden der Welt hinwegtragen. In diesem Augenblick wird ihm also bewusst, hier ist der Erlöser. Hier ist der Gesalbte Gottes. Und jetzt, das, was ich jetzt gerade gelesen habe, das ist also einige Monate später. Johannes hat also aufgrund seiner Integrität mit Klarheit gesprochen, hat Sünde konfrontiert und er landet dadurch in den Knast. Wir würden sagen, ja, wunderbar. Ich tue den Willen Gottes, ich tue genau das, was Gott möchte. Und was ist das Ergebnis? Ich erlebe keine Erweckung, sondern ich erlebe Frustration. In diesem Fall war das das Gefängnis.
Und jetzt sendet der Johannes zwei seiner Nachfolger zu Jesus und sagt, na mal, bist du derjenige, auf den wir warten, oder sollen wir auf einen anderen warten? In Matthäus 11, 3 bis 6, und er ließ ihn Jesus fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Jesus gab ihm zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Erstens, Blinde sehen. Zweitens, Lahme gehen. Aussätzige werden geheilt. Taube hören. Tote werden auferweckt. Und den Armen wird Gottes frohe Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Wir würden sagen, Mensch, Jesus, du hast ihm ja gar nicht geantwortet. Jesus hat gesagt, hallo, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt. Er legt also den Fokus auf das, was Jesus getan hat. Und dann beendet er diese kurze Ansprache mit dem Satz, und happy, glücklich, fröhlich sind die Menschen, die nicht an Jesus Anstoß nehmen. Hast du schon mal an Jesus Anstoß genommen? Warst du schon mal richtig sauer auf ihn? Du hast gebetet, Dinge sind offensichtlich nicht so schnell passiert, wie du es gedacht hast. Und ich kann das aus meinem Leben sagen, ich neige dazu, dass ich dann sauer werde. Und das ist genau das, was falsch ist. Du musst an dieser Stelle lernen, anders zu reagieren. Du brauchst nicht sauer werden. Was ist zu tun? Schlicht und ergreifend, geh zu Jesus, sag Jesus, heile mein Herz, bitte heile mein Herz. Warum? Weil Gott im Wesenskern nur gut ist, nur Liebe ist, rein und heilig ist, nicht korrupt und unveränderlich. Und du sagst, Jesus, heile mein Herz. Und aus dieser Heilung, die innerlich geschieht, kann Stärke sich entwickeln. Innere Stärke. Und es gibt keinen anderen Weg. Für Frustration kannst du Ängstlichkeit einsetzen, du kannst Sorgen einsetzen, du kannst irgendeine andere Sache einsetzen, meinetwegen zum Beispiel intellektuelle Schwierigkeiten, emotionale Schwierigkeiten, Blockaden, egal. Was Jesus tut, ist erstens, dass er dir sagt, nimm keinen Anstoß an mir. Ich habe dich erlöst, ich bin das Lamm Gottes. Ich trage die Sünden dieser Welt hinweg, auch deine Sünde. Sag, Jesus, vergib mir meine Sünden. Und im nächsten Augenblick wirst du spüren, wie von innen heraus Heilung geschieht. Und dafür möchte ich jetzt beten. Liebster Vater, ich danke dir für alle, die diese Botschaft jetzt angeschaut haben. Und ich danke dir, dass der Heilige Geist jetzt zu ihm kommt. Und egal, ob es Frustration ist, ob es Ärger ist, ob es Ängstlichkeit ist, ob es Angst ist oder Sorgen sind. In Jesu Namen, ich binde sie, ich stelle sie unter die Herrschaft von Jesus und ich danke dir, dass jetzt ein heilender Strom zu den Zuschauern fließt. In Jesu Namen. Amen. Wir werden im zweiten Teil genau an dieser Stelle weitermachen. Vorher möchte ich noch darauf hinweisen, ich habe ein kleines Büchlein geschrieben, das heißt Stark werden im Sturm. Und das geht in diese Richtung. Und wenn du dieses Büchlein haben willst, werde ich dir das kostenlos zuschicken. Das Einzige, was du zu bezahlen hast, sind die Portogebühren. Schreib einfach eine E-Mail an info@ccr-net.de und wir würden uns freuen, dir das zukommen zu lassen.